Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Episode erkläre ich euch, wie ich mein Audio-Routing mache, wenn ich mit jemandem kollaboriere oder mit jemandem jamme, wie ich das innerhalb Bitwig mache, um möglichst alle anderen Lautstärkeregler einfach mal in Ruhe zu lassen. Wie ich das genau mache, erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, die Theorie. Machen wir das Ganze mal so ein bisschen größer. Oder gleich weg. Wo ist es jetzt hin? Da ist es hin. So, machen wir das Ganze so ein bisschen größer. Und sowas will ich bauen. Und zwar habe ich hier mein Bitwig Studio. Das Bitwig Studio hat standardmäßig zwei Outputs. Einmal Speakers links und rechts und einmal Headphones links und rechts. So, und ich möchte das so haben, dass die Headphones in mein Audio-Interface gehen, in das Hardware-Playback in rechts und links, Playback 1 und 2. Und der andere Output, der Speakers links und rechts, der soll zum Beispiel in die Software Sonobus gehen. Und Sonobus ist eine Software, womit ich über Netzwerk mich mit anderen connecten kann und wir uns dann gegenseitig unsere Sounds zuschicken, unseren Output von unseren DAWs oder von unseren Gerätschaften, die wir da dran haben, schicken können und dann gemeinsam so spielen oder kollaborieren wollen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas in meiner DAW mache und schicke das hier raus, dann hört das halt mein Gegenüber in recht guter Audioqualität. Und was mein Gegenüber schickt, das bekomme ich dann durch Sonobus wieder rein und das geht dann quasi auf meine Kopfhörer. So, das ist das Standard-Setup. Also ich möchte getrennt haben Kopfhörer von Speakern, von Monitoren oder Output irgendwohin. So, und in Bitwig, wenn wir uns jetzt mal die Standardeinstellungen angucken, gibt es hier den Master Output und der Master Output ist normalerweise auf Studio gerichtet. Das heißt, alle Spuren gehen normalerweise in den Master rein und in dem Master, das geht dann raus auf Kopfhörer, Monitor oder einfach, wenn ich das exportiere in Audio oder Printen, wie das in manchen DAWs heißt, dieser Output geht raus. So. Und meine Idee war einfach, es gibt so viele Lautstärkeregelungen, Software, Hardware innerhalb des Rechners, außerhalb des Rechners, in der DAW, im Audio-Interface, Kopfhörer-Vorverstärker, eventuell noch ein Mixer und weiß der Geier was. Und diese Einstellung möchte ich, wenn es geht, irgendwie nicht berühren. Die möchte ich nicht verändern, um einfach jedes Mal eine gleiche Hörsituation oder Lautstärkensituation zu haben, wenn ich mich dran setze an Tag 1, sodass ich die gleiche habe wie an Tag 2. Ich möchte aber trotzdem die Möglichkeit haben, variabel die Lautstärke von meinem Kopfhörer oder von zum Beispiel, wenn man das jetzt mit den Monitor-Lautsprechern machen würde, ich gehe jetzt einfach mal von Kopfhörern aus, ich möchte aber trotzdem die Lautstärke von meinem Kopfhörer verändern können, aber dann wieder exakt auf die gleiche Lautstärke einstellen können. So, und Bitwig Studio hat einfach, wahrscheinlich wie jede andere DAW auch, auf jeden Fall bei Ableton kenne ich das, jeder Kanal hier, jede Spur hier läuft auf den Master raus, hier unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Spur anklicke, dann sehe ich, dass die hier auf den Master rausläuft. So. Was ich normalerweise bei meinem Arrangement mache, ich habe immer einen quasi Vortrack vor dem Master-Track, wo alle anderen Tracks inklusive der Effekt-Tracks da reinlaufen. Das heißt, wenn ich den einklicke, habe ich nur eine einzige Spur und diese Spur wird dann in den Master geleitet. Und das ist so ein bisschen die Voraussetzung für das, was ich hier gerade mache. Das heißt, ich habe hier einen Pre-Master, könnte man den auch nennen. Ich kann es ja hier einfach mal reinschreiben. Einen Pre-Master. Und von diesem Pre-Master geht dann alles in das Master und von diesem Master dann halt irgendwie raus, was ich definiert habe. Was ich definiert habe, das finde ich in den Einstellungen. Wenn ich hier in die Einstellung gehe, in die Settings, in Audio. Ja.
Ja, jetzt irgendwie nicht. Vorhin ging das noch. Und zwar ist hier unten Output Buses oder Busse. Und hier sind die zwei Standardeinstellungen. Und standardmäßig sage ich halt, ich will meine Headphones, meine Kopfhörer auf mein Audio-Interface haben. Das ist Audio-Interface links und rechts, Playback 1 und 2. Das kriege ich auf jeden Fall auf meinen Kopfhörer. Und Speakers sind bei mir standardmäßig erstmal nicht verdrahtet, weil Headphones, da habe ich eine Weiche, geht automatisch auf meine Monitor. Genau. Und die habe ich deshalb nicht verdrahtet, die Speakers, weil ich die eben, wie eben genannt zum Beispiel, auf sowas wie Sonobus rausjagen möchte. Und die Idee dahinter ist, dass das, was über Speakers rausgeht, immer dieselbe Lautstärke hat, immer. Egal, was ich an meinem Lautstärkeregler rumdrehe, das soll immer die gleiche Lautstärke haben, dass mein Gegenüber sich selber die Lautstärke einstellen kann. Bin ich zu laut, kann er runterregeln. Bin ich zu leise, kann er hochregeln. Das soll einfach so die Idee dahinter sein. Und mein Gegenüber soll nicht darunter leiden, dass ich mal lauter oder leiser mache, weil ich gerade irgendwas checke oder irgendwie ist es mir gerade alles zu laut oder ist alles zu leise, ich muss hier irgendwie lauter machen. Und das soll mein Gegenüber einfach auch nicht mitbekommen. Das ist so der zweite Grund. Also einerseits meine Hörsituation immer gleichmäßig zu halten und eben im Zusammenspiel mit anderen immer die gleiche Lautstärke zu liefern. So, und was man jetzt machen kann, wenn diese zwei Standard Outputs quasi definiert sind, da muss ich ganz kurz meine Kamera ausschalten. Und zwar gibt es hier unten bei Bitwig das Studio I.O. Panel, hier unten rechts. Diese zwei Einstellungsstrichlein hier. Wenn ich da draufklicke, komme ich in das Studio I.O. und hier sehe ich dann wieder die zwei definierten Output Monitor Selector, Speakers und Headphones. Und die sind orange und wenn ich draufklicke, dann deaktiviere ich die, dann sind die ausgeschaltet. Die mache ich aber wieder an. So, das sind diese zwei Outputs. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich will ja Speaker separat von Headphone haben. Und da kommt jetzt dieses Konzept, dass ich hier quasi diesen Pre-Master habe, kommt mir dazu gut. Ich schalte jetzt mal mit Tab um, hier auf diese Ansicht und klappe das hier mal schön ein, sodass ich nur noch diesen Track habe. Dieser Track geht hier auf Master. Der wird auf Master geroutet und der Master, der routet auf Studio und Studio ist Speakers und Headphones. So, und ich möchte jetzt hier zwischen den beiden trennen. Das heißt, ich stelle jetzt hier beim Master auf Speakers ein. So, jetzt geht es auf Speakers raus, aber meine Headphones sind mit meinem Audio-Interface, also mit meinem Kopfhörer verbunden. Jetzt höre ich nichts mehr auf den Kopfhörern. Und jetzt klicke ich hier auf den Master und füge einfach einen Effekt-Track hinzu. Und den nenne ich jetzt zum Beispiel einfach Listen oder Hörtrack oder was auch immer. Der Listen-Track ist standardmäßig, hat Stereo-In, aus welchen Gründen auch immer, und geht auch auf den Master raus. So, jetzt gehe ich erstmal hin und sage hier No-Input, da soll keiner irgendwas reinkommen von eventueller Audioquelle. Und das soll auch nicht auf den Master, sondern es soll auf die Headphones. So, und jetzt habe ich hier zwei Kanäle, einmal den Master mit den Speakers, wo der gesamte Output von dem Track Pre-Master da reingeht. Und dann habe ich einen extra Effekt-Track, der keinen Input bekommt und der auf die Headphones rausgeht. So, und jetzt kann ich, da das ein Effekt-Track ist, von dem Track Pre-Master hier links im Inspektor den Send-Regler komplett aufdrehen. Das heißt, der komplette Sound von dem Track Pre-Master geht standardmäßig durch das Routing in den Master hier rein und durch den Send-Regler geht es hier in den Listen-Track rein. Und den Listen-Track, den kann ich jetzt hier hoch und runter schieben und auf meinem Kopfhörer verändert sich die Lautstärke, aber nicht auf dem Master. Das heißt, hier sende ich konstant immer den gleichen Pegel raus
Und habe auch konstant, wenn ich jetzt einen Export mache meines gesamten Tracks, habe ich halt die Lautstärke und daran drehe ich auch nie. Aber hier kann ich halt immer mal ein bisschen leiser machen. Mit einem Doppelklick komme ich auf den Standard. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt standardmäßig einfach leiser abhöre, dann ist es für mich da wesentlich einfacher, wenn ich sage, okay, ich höre jetzt einfach hier normalerweise minus 20 dB. Dann kann ich das exakt eingeben und ich habe immer dieselbe Geschichte, weil wenn man an so einem Drehregler hier so extern jetzt drehen würde, klar stellt man dann hier so auf 1, aber das ist dann immer so Pi mal Daumen 1 und das ist halt die wesentlich genauere Möglichkeit, das einzustellen. Das heißt, wenn ich den Track jetzt hier abspiele, kriegt ihr den lauten Sound und das seht ihr hier auch an diesen Volume-Metern hier, dass der rechte, der schlägt voll aus und der linke, der ist halt einfach leiser, je nachdem, wie ich den hier mir zusammenregle. Ich lasse mal kurz spielen, wird jetzt gleich laut. So, und da seht ihr schon, ich habe eine angenehme Lautstärke, während Master da voll rausgebrettert hat. So, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, das ganze Prinzip ist im Prinzip das, dass ich alle meine Tracks auf einen Pre-Master-Track schicke. Der schickt es über das Audio-Routing an den Master. Den Master konfiguriere ich rum, damit er nicht alles auf Studio schickt, sondern nur auf die Speakers. Und dann brauche ich noch einen zusätzlichen Effekt-Track, den ich mir hier einfach mit Add Effekt-Track hinzupacke. Den schalte ich auf No Input und der geht dann raus auf den Headphone. Und bei meinem Pre-Master schiebe ich einfach den Send-Regler auf den Listen-Track hier. Und hier kann ich dann schön die Lautstärke einstellen und mein Gegenüber kriege davon überhaupt gar nichts mit, beziehungsweise wenn ich den Track dann exportiere oder printe, dann habe ich die Originallautstärke, wie ich sie auch normalerweise in dem Track drin habe. So, das ist die ganze Idee dahinter. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen auf Ideen gebracht. Vielleicht könnt ihr das ja gebrauchen oder vielleicht überhaupt gar nicht. Oder vielleicht habt ihr noch einen viel, viel geileren Trick. Das würde mich einfach mal freuen. Oder ihr probiert es einfach mal aus. Schreibt mir einfach, wie ihr das macht, ob ihr das ausprobiert habt, ob ihr das gut findet oder eben auch nicht oder welche anderen Lösungsmöglichkeiten ihr habt und ja, dann bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.